Friedberg. Und Friedberg haben wir uns ausgewählt, weil es dort fast keine Regeln gibt oder gab in Hessen. Also Friedberg in Hessen, in der Nähe von Frankfurt am Main. Wir haben uns gesagt, wir nehmen Paare auf, also würden wir gerne dorthin fahren. Wir haben uns gesagt, die haben weniger Regeln und wir haben uns gesagt, die arbeiten mit Rückfällen. Perfekt, weil ich bin ja ein Rückfälliger. Ha, haben einen Antrag gestellt, beide, und begründet, dass wir halt Bayern verlassen wollen wegen unseren sozialen Kontakten. Also haben wir sofort gekriegt, gar kein Problem. Dann war ich in Friedberg mit der Tina. Wir mussten dabei, zuerst mussten wir auf Entgiftung, weil die gesagt haben, dass sie nehmen einen nur auf, wenn er frisch aus der Entgiftung kommt. Und direkt dort abgeholt wird mit dem Drogenberater in die Einrichtung gebracht wird. Also das muss gegeben sein. Es ist so fast überall, man muss zum Drogenberater hingebracht werden. Also habe ich gesagt, gut, okay, ich habe auch vorher entgiftet. Habe ja schon oft beschrieben, wie ich das immer so gemacht habe. In dem Fall haben wir kalt entgiftet. Ich wollte, dass sie das nicht vergisst, wie hart das ist. Am dritten Tag dann war alles paletti, wir haben unsere Sachen gepackt, alles fertig gemacht, Wohnung fertig gemacht und sind nach Herrsching ins Krankenhaus in die Entgiftung. Die ganze Zeit aber hat mich mein Vermieter getriezt. Er wollte, dass ich aus der Wohnung rausgehe, weil er in der Zeitung gelesen hat, dass ich ja minderjährige Hasch verkauft hätte. Und ich habe gesagt, da gibt es kein Urteil, was irgendwie gültig ist, von daher, nee. Es war ja wurscht. Mit dem auf jeden Fall habe ich da auch einen Stress gehabt. Jetzt waren wir da in der Entgiftung in Herrsching und die haben Fernseher oben an der Wand gehabt. Wir durften nicht auf dem Zimmer rauchen, haben wir heimlich geraucht, immer in dem Klo, oben an diesem Lüfter haben wir mal rausgeraucht zu zweit. Ab und zu der Pfleger mit uns mal rausgegangen, damit wir draußen eine rauchen haben können. Im Fernsehen lief Love Parade. Da haben wir uns Love Parade angeschaut, wie die da in Berlin abfeiern, auf E-Teile sind, wie die da. Wir haben sie sofort gesehen, erkannt. Boah, schau da hin, der hat auf Koks, der hat auf Speed, der hat hundertprozentiges, der drauf auf irgendwas. Das war ein Massending, ein Phänomen, weißt schon, und wir liegen da im geschissenen Krankenhaus in Herrsching. Und die lassen uns nicht alleine Daten raus, weil sie Schiss haben, dass wir irgendwas nehmen. Dann kommen sie immer an mit irgendwelchen Tabletten, die wir nehmen sollen. Und ich sage, nee, ich will das Zeug nicht. Irgendwelche Schmerztabletten, also Pillepalle, Scheißding, so, nee, das will ich nicht. Dann haben sie ein paar Fragen gestellt, haben Urinkontrollen gemacht. Und ja, okay, wir sehen, ich habe gar keinen Entzug, warum nicht? Sagen, ja, ich habe davor draußen schon entzogen. Ich muss aber vom Krankenhaus kommen. Ja, dann haben sie uns halt dann bescheinigt. Dann kam der Drogenberater und ist mit uns da hingefahren. Dann sind wir dann mit einem Pärchen zusammen, die auch aus dem Landkreis waren und auch drauf, die halt auch zufällig da Therapie machen wollten. Mit denen haben wir uns gleich super verstanden auch. Ja, und dann kommen wir halt da an. Ich kam mit so einem Berliner auch aufs Zimmer. Der hat die ganze Arme kaputt gestochen gehabt, meine Muskeln alle über Löcher drin gehabt, weil er intramuskulär gespritzt hat. Und dann ein paar Leute, die aus dem Ruhrpott da waren. Einer war aus Hamburg da. Da waren echt ein paar richtig nette Kerle dabei. Der eine aus Hamburg hat mir erzählt, ja, bei uns sehr günstig und bla. Aber keiner von meinen Leuten würde jemals nach Bayern fahren. Ich fahre es da bis nach Hessen, bis zur Landesgrenze, aber da muss das abholen. Kann man sich schon denken, warum, oder? Weil es halt da einfach einen größeren Hammer gibt für die geringeren Mengen. Auf jeden Fall ist es halt so gewesen, dass ich da meine Klamotten, weiß ich nicht, fünfmal hintereinander waschen habe müssen. Weil in der Zeit, wo ich auf Entgiftung war, ist mir der Kühlschrank ausgelaufen, den habe ich nicht abgetaut.
Und dummerweise ist das ganze Wasser in mein Gepäck unten rein und ist alles nass geworden. Und in der Zeit, wo ich auf Entgiftung war, ist das Ganze da drin halt verdunstet und stinkt ohne Ende. Und die ganzen Klamotten haben halt ewig gestunken. Kennst du bestimmt Stockflecken, diesen Gestank? Boah, das kriegst du nicht mehr richtig raus, Alter. Und jetzt ich habe mir mal halt neue Sachen abkaufen können, das hat gedauert. Friedberg war so, du kommst da an, hast du mal Rumkontrolle. Das gab es bei Tatort halt nicht, aber da waren Ärzte, da waren Psychologen, da waren nur Fachpersonal. Und die haben mich halt streng kontrolliert. Wenn der Verdacht da war, hast du Ringkontrolle abgeben müssen. Ohne Mu oder Mäh, wurde sofort kontrolliert, nachgeschaut, ist was drin und wenn ja, dann musst du gehen. Aber nicht nach Hause, sondern nur auf dein Zimmer. Und da ist jetzt erst einmal Ausgangssperre, weil die dort mit den Leuten mit ihren Rückfällen gearbeitet haben. Leider haben so ein paar Typen dann wieder ausnutzen müssen und haben halt da drin gedealt. Du hast deinen Schrank und hast so einen kleinen Safe und einen Safe kannst du absperren. Frankfurt am Main ist aber Spuckweite entfernt gewesen. Was glaubst du, was da abgegangen ist? Die Leute haben da alle nur einen Knast abgemacht. Also ein Großteil, nicht alle. Ich war ja wirklich freiwillig da, aber viele. Aber es war trotzdem ein paar Mal, haben sie das auch wieder sauber gekriegt da drin. Eigentlich ein guter Ansatz, weil man muss sich damit auseinandersetzen, warum man einen Rückfall gehabt hat. Das muss man auch bearbeiten, verarbeiten oder so, oder drüber eine Therapie machen, wenn man schon anfällig ist dafür, um nach der Therapie in die Nachsorge zu gehen. Und die Nachsorge hilft dann auch nochmal den Weg raus und dann ist es eigentlich schon zu schaffen. Es ist zu schaffen. So, es ist aber so, dass ja, ich war 3 Monate ungefähr da, kommt ein Brief von der Staatsanwaltschaft. Ja, ich muss da und sie jetzt die Therapie machen, weil sie denken, sie müssen das mit ins Gefängnis Pech. Wir sagen Haftantritt dann und dann. So. Ich sage, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich 3 Verhandlungen gehabt wegen einem demselben Geschiss und ich bin runter auf 2 Jahre von 4, wenn ich runterkommen auf 2. Ja, das ist alle 2 Reststrafen habe ich auch noch gehabt und alles unter diesen 2 Jahren. Es wäre alles rückstellbar gewesen. Und man sagt, dieses A-Loch von Staranwalt. Da. Pech, Alter. Ich will, dass du ins Gefängnis gehst. Du sollst bestraft werden dafür, dass du Drogen genommen hast und dass du welche verkauft hast, damit du dir deinen Drogenkonsum finanzieren kannst. Wie so ein Wirt, der selber sauft und seinen Alkohol verkauft und säuft. Deswegen sollte ich bestraft werden. Drogen, konsumbezogene Delikte. Nichts davon war irgendwie, was sagst du, okay, er hat einen Reibach gemacht, die Sau, die müssen wir jetzt gescheit bestrafen, weil der hat Unmengen an Geld verdient und die an der Terrororganisation weitergeben. Habe ich ja alles nicht gemacht. Ich habe kleine Mengen verkauft, damit ich mir meinen geschissenen Drogenkonsum habe finanzieren kann. Immer noch besser, als wie alte Frauen die Handtaschen wegreißen. Oder, weiß ich nicht, Leute überfallen. Ja, was auch andere Leute machen. Gemacht haben. Es war halt nicht mein Ding, warum auch? Wenn es einfach geht. Das einzige blöd ist natürlich, dass man da ja auch Steuer hinterzieht. Und dass uns einen erwischen, dass sie halt richtig arschlochmäßig draufkommen. Und dass dieses Verhalten, was, die Sachen, was ich da erlebt habe in Bayern, dass mich das auf jeden Fall davon abhält, jemals nochmal dahin zu fahren. Ich bleibe lieber in Berlin. Hier ist man noch frei. Weißt du, da denkt man auch anders drüber mit der Unterstützung für einen Drogenabhängigen. Man sagt, okay, der braucht jetzt Hilfe, weil irgendwas stimmt mir, da schauen wir mal genauer hin und dann gibt man halt die richtige Unterstützung und Staatshilfe, dann passt das schon. Aber in München oder in Bayern ist das halt immer so, nein, du bist ja ein Verbrecher, du bist ja was Schlechtes, weil du das genommen hast. Das ist nicht wahr, ihr Idioten, wir sind nichts Schlechtes, bloß wenn wir uns für was anderes entschieden haben. Punkt. Und ohne eure blöden Repression, dann wäre man gar nicht so, dass man sich größere Mengen kauft,
Aber dann hat man Angst, dass man so eine große Menge hat, weil das ist ja keine geringe Menge mehr und versucht, die schnellstmöglich niederzumachen. Weißt du, das ist ein Blödsinn. Es wäre doch viel cooler, wenn man sagt, okay, und darf man akzeptiert, ich hole mir einen Monatsbedarf, der ist so und so hoch und ich hab den halt. Aber ich gebe dafür nichts weiter, weil das ist ja meins und ich brauche das den ganzen Monat. Aber da muss man halt das einfach auch denjenigen mal eingestehen, dass man sich nicht jeden Tag eine eigene Konsumeinheit kauft, wie es manche über euch denken. Ne? So ist es nicht. Man kauft sie halt mehr, wenn. Das ist ja auch mein Rezept. Da steht ja auch nicht drauf, sonst für die Konsumeinheiten, sondern steht drauf 100 Gramm. Ja? Ich kaufe einen Monatsbedarf in der Apotheke. Ich hole mir da nicht jeden Tag so ein kleines Batschale. Das macht es ja mit den Methadonabhängigen. Da müssen sie ja auch jeden Tag ihr Stammball holen, weil sie sich nicht für eine ganze Woche das mitnehmen dürfen. Manche Langjährige, die dürfen es dann. Es geht mit euch ab, hey. Ja, ich verstehe das schon, man muss sie an der Leine halten am Anfang. Aber nur am Anfang. Und dann kann man schon, wenn man Vertrauen aufgebaut hat, die Leute auch mal ein bisschen länger, dann können sie mal in den Urlaub fahren oder sowas. Und nicht, ich finde das schon hart, weißt du, wie man heutzutage noch mit den Leuten umgeht. Ja, das ist kein selbstbestimmtes Leben. Irgendwie ist das immer noch eine Abhängigkeit. Du bist halt nicht mehr abhängig von einem Dealer, sondern bist abhängig von einem Weißkittel. Und der weiße Kittel, der setzt sich auch unter Druck. Weißt du, Bier trinken, dann gibt's halt nichts. Klar, er muss dein Leben retten. Verstehe ich schon, weißt du, aber du bist abhängig von dem scheiß Methadone. Weißt du, wie da ein Zug ist, wie lange der dauert und wie fies der sein kann, wie sich der in die Knochen reingeht. Das sind keine 3 Tage wie bei Heroin. Die sind nach 3 Tagen ist das vorbei. Oder Kodilin, das sind Wochen lang. Weißt du, und beim Methadon monatelang. Und stell mir vor, du fällst da so ein Programm raus. Weißt du, was für Angst hast du die ganze Zeit im Nacken hast? Die Angst, aus diesem Programm rauszufallen? Dass du so richtig abhängig bist von dem Scheißzeug, weißt du, vielleicht mal einmal nicht gekriegt hast, dann weißt du genau, wie das ist und was auf dich zukommt. Wenn der Arzt zu dir sagt, Alter, heute nicht. Ja. Und da gab es einen in München, so einen Arzt, der hat das tatsächlich auch ausgenutzt. Aber ist eine andere Geschichte, da erzählt er anders mal drüber. Und den haben sie dann auch weggesperrt, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob der immer noch Arzt ist. Auf jeden Fall hat sich der gesund gestoßen mit Methadon. Das sage ich dir mit Kollegen. Aber den hast du mich auch gekriegt, kurzzeitig, Herr Rokos. Da bin ich heute meinem Cousin echt, bin ich echt dankbar. Helmut, falls du das siehst, danke schön, dass du mir damals ein gutes Heroin verkauft hast. Weil hättest du das nicht getan, hätte ich mich nicht von diesem Methadon runterdosieren können. Um im Anschluss mich von Marie runter zu dosieren und dann nur noch 3 Tage und Tschüssikowski. Ey, weißt du, was ich meine? Das fände ich viel besser, wenn man das so machen würde, statt mit Methadon runter zu dosieren. Du kannst ja auch so einen warmen Entzug in deine Entgiftung machen mit Methadon. Ich verstehe gar nicht, wie das funktionieren kann. Also ausschleichen mit dem Zeug so innerhalb von einer Woche oder zwei. Das kann ewig dauern. Okay, man muss den Kopf rein, dass man das so macht. Nicht anders. Und hier würde es auch gehen. Kommen wir jetzt auch zum Trinken, wenn es trinken muss. Auf den Gifter, weißt du? Und dann ausschleichen. Das geht viel schneller. Tja, Leute, ich weiß, diese Themen sind nicht so toll und es geht, ist schon ganz schön trocken und so, aber ja, Repression ist nicht lustig. Wenn die Polizei die Tür eintritt, und du auf dem Boden liegst mit Handschellen auf dem Rücken und womöglich hast du einen Hund und du hörst einen Schuss, weil einer deinen Hund erschießt, weil sie bei dir was vermuten und dann finden sie gar nichts. Das ist eigentlich eine Scheiße ist das. Weißt du, was ich meine? Ist sowas passiert bei uns 100-fach am Tag. In Deutschland 100-fach. Also am Tag wahrscheinlich nicht. Aber ja, immer damit eine Wahl ansteht, da meinen sie, sie müssen jetzt wieder die Repressionsschrauben andrehen. Eigentlich sollten sie froh sein, dass das Wahlvolk ruhig ist, wenn sie was haben, weißt du. Aber du merkst es, selbst ich krieg's mit, wo ich nicht auf dem illegalen Markt einkaufe. Wenn ich es nicht muss, dann würde ich das auch nicht machen, wie groß meine Apotheke. Aber selbst ich krieg's mit.
bei mir kommen Anfragen dann plötzlich, ob ich vielleicht etwas aushelfen könnte, weil gerade irgendwie, ich muss halt das abbringen, weil ich brauche mein eigenes Zeug immer, aber das ist schon hardcore. Weißt du, was ich meine? Ich lese in der Zeitung, da haben sie irgendwo was erwischt und tatsächlich gibt es Leute, die dann plötzlich auf dem Trockenen sitzen. Ja. Berlin ist nicht anders als in Bayern, was die Polizei angeht eigentlich. Die machen genau das Gleiche. Nur ist halt der Umgang danach. Der Staatsanwalt und der Richter ist halt anders. Ja. Deswegen bräuchte es eigentlich da mal ein Gleichgewicht mit einer Gesetzesänderung. Peace out.